Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, da ist sie schon am Winken. Eigentlich wollte ich ja zum Zielort hin, aber ich denke, dass ich mal wieder unterirdisch irgendwie rum muss, weil, wie man auf der Karte unschwer erkennen kann, ist mein Ziel irgendwo hier hinter dem Wasserfall ganz oben. Ja, Lockwood versucht alleine in die Küstenmine einzudringen. Ich muss ihn finden. Und wir können nirgendwo hier mit dem Besen tatsächlich runtergehen. Deswegen werden wir einfach mal so ins Lager reinpreschen und das Beste hoffen. Das ist nie eine gute Idee, ich weiß, aber es geht nicht anders. Das war die beste Mahlzeit seit langem. Das meine ich auch. Oh fuck, das war keine gute Idee. Keine gute Idee. Und jetzt muss ich auch noch niesen. Keine gute Idee. Besonders klug. Die anderen hier. Anscheinend habe ich nur noch den. Ja, die anderen wollen scheinbar gar nichts davon wissen, dass ich jetzt hier gerade einen riesen Aufstand mache. Für mich ist das absolut okay. Dann, oh ja, da hinten können wir noch was freilegen. Damit wir direkt hier hin können. Ich wollte gerade sagen, ich werde jetzt hier nicht weggeschwemmt oder so, ne? So, guten Tag, die Dame. Sehr schön. Dann haben wir hier auch schon mal eine Abkürzung für später. Und ich muss mich jetzt hier durch die Mine durcharbeiten. Alles kein Thema, machen wir auch alleine. Rebellion. So, die Frage, wohin? Achso, rechts geht's noch hoch. Ja. Diese Mine könnte ein Geheimnis verbergen. Manrock und seine Anhänger. Ja, die sind auf jeden Fall hier, das ist doch klar. Keine Spur von Lodgok hier draußen. Er muss schon drin sein. Revelio. Also, das heißt, er ist selber da. Bist du Irondale? Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Das ist schön, dass dir das jetzt gerade einfällt, Poppy. Ich bin nur gerade etwas beschäftigt. Es tut mir leid, ich melde mich dann später nochmal. Was für eine riesige Mine. Hier stimmt was nicht. Hier wimmelt es ja nur so von Manrocks Anhängern. So. Okay. Die Sachen nehmen wir noch mit. Da müssen wir was mit machen. Aber bevor wir irgendwas triggern, nehmen wir das auch Dieser noch mit. Dieser Wagen sollte mich tiefer in die Mine bringen. Ja, cool. Wie bei Gringotts. Aber diesmal habe ich das Steuer in der Hand. Was nicht? Wie tief es wohl hinabgehen wird. Fortschritt Das davon muss das Ende sein. Revelio. Okay, hier ist noch was zum Einsammeln. Und da ist noch was.
Ich entschuldige mich übrigens schon mal wieder im Voraus dafür, dass ich mich immer noch so mies anhöre. Aber mir geht's tatsächlich immer noch nicht gut. Ich bin ja gerade voll gepumpt mit Hustensaft und Tee und weiß ich nicht was alles. Nur damit ich das hier noch aufnehmen kann. Aus zweierlei Gründen natürlich. Zum einen möchte ich es auch gerne spielen. Zum anderen, bin ich ganz ehrlich, will ich jetzt auch nicht, dass irgendwas unterbrochen wird. Also sprich, ich möchte natürlich, dass das Ganze von Hogwarts weitergeführt wird, lückenlos. Und dass ihr dann auch alles sehen könnt hier. Und vor allen Dingen nicht erst eine Woche später sehen könnt, wenn es mir vielleicht mal etwas besser geht. Kann ich jetzt wieder nicht. Das ist so ätzend. Revelio. Geh du mal. Ich hole in der Zeit die Kiste. Oder? Bist jetzt wieder frei? Revelio. Was hat er gesagt? Gedava oder was? Hallo? So nicht, mein Freund, ne? So nicht. Ja, dann halt nicht. So, hier müssen wir noch ein Feuerchen anzünden. Contringo. Keine Ahnung, was das jetzt wieder bewirkt. Revelio. Okay, das bewirkt, dass wir da weiter rüberkommen. Das ist schon mal gut. Aber wie komme ich jetzt dahin? Ich würde da... Achso, ich kann hier einfach... Och, ich dachte, das war hier endlos tief oder so. Okay, das funktioniert so nicht. Wieso war mir das nur wieder klar? Haben wir hier irgendetwas, was wir... Achso, die können wir selber. Legen wir erstmal hier ab. Wir wissen noch nicht genau, wo wir die eigentlich für brauchen. Wahrscheinlich für nichts. Also, ja gut, sonst wäre sie ja nicht hier, ne? Wenn wir die für nichts gebrauchen würden, aber... Ich sehe jetzt so auf Anhieb ehrlich gesagt nichts. Partysprengung! Oh, da. Da solltest du auf ihn raufhauen, nicht auf den anderen. Eieiei. Man sicher bis London gespürt. Revelio. Jo, da kann ich ja nichts dafür, wenn der hier so runter runterfällt. Puh. Ich habe schon gegen Trolle gekämpft, aber gegen gepanzer... Oh, das ist er ganz weg. Gegen gepanzerte Trolle bisher noch nicht, glaube ich. Okay. Das ist wahrscheinlich auch wieder nur... Ja.
Aber da können wir noch was holen. Achso, keine Powertränke mehr. Ich wollte gerade... Nee, deine Ausrüstungsplätze sind auch voll. Moment. Oh, ist das jetzt euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Ich kann mich doch jetzt nicht wieder eine halbe Stunde damit aufhalten, was ich hier anziehen kann. 69, das ist kleiner. Ist aber 90. 60 ist das kleinste. Das können wir wegmachen. So. Nein! Och, dein Ernst jetzt? Oh, Leute, ganz ehrlich. Warum sagt ihr mir dann, dass ich keine Plätze mehr habe? Wenn da gar nichts drin ist. Oder ist das jetzt schon wieder verbuggt? Das kann natürlich auch sein. Bombarda! Revelio! Kommen wir denn jetzt dahin? Moment. Da sollte man theoretischerweise weiter können. Beziehungsweise da sind irgendwelche... Das ist auch noch was wir einsammeln können. Ich denke nicht, dass man das explodieren lassen kann, oder? Probier mal eben. Confringo. Das ist tatsächlich nur für den Kampf gewesen. Warum bin ich dann hier reingelaufen, wenn ich hier unten nicht weiterkomme? Das kann es doch nicht sein. Ach so. Ist da noch ein? Aber das hat uns nicht wirklich was gemacht. Ja. Hier kommen wir auch nicht weiter. Obwohl, da sieht es aus, als ob dahinter Stein ist. Aber das bringt uns wahrscheinlich nichts. Dann bringt uns. Nein, natürlich bringt uns das nichts. Rebellion. Okay. Aber hier kommen wir definitiv nicht durch. Die Frage ist, bringt das jetzt irgendwas, wenn wir jetzt oben weitergehen? Nachdem wir das hier unten gemacht haben. Dann hätten wir ja eigentlich mit denen aber gar nicht kämpfen müssen, sondern das einfach nur machen müssen und dann... mal wieder nach oben gekommen, ne? So. Hier kommt man auch nicht weiter. Die andere Seite müssen wir. Okay. Oh. Okay, okay, okay. Achso, das ist ein ganz anderes. Das war gar nicht... Ja, stimmt. Mir kam das gerade schon so komisch vor, dass der hier so schräg nach oben fährt, weil der andere ist ja, glaube ich, gerade gefahren, wo ich eben drin saß. Okay. Entdeckt mich bitte erst, wenn ich unten bin. Sonst kann ich das hier nicht... So, dankeschön. Der ist da! Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich, aber egal. Wow, wo kommen die jetzt her? Eigentlich ja. Das ist ich werde nicht. Ist er schon tot, oder? Revelio. Okay, okay. Ja, dann halt wieder nicht. Das war das von eben. Hier konnte ich noch was holen, genau.
Dankeschön. Der ist jetzt... Meine Ausrüstungsplätze sind wieder voll. Och, wollt ihr mich denn veräppeln? Ich weiß, ich hab's beim letzten Mal total vergessen, aber trotzdem. Das müsst ihr mir doch nicht extra reinwürgen, indem ihr jetzt hier überall Sachen, die ich anziehen kann, reinwerft. Nee, stopp, so rum. Okay, dann. Rebellio. Schauen wir mal. Wollen wir schon, ne? Da können wir noch kurz gucken. Wohin führt er wohl? Weg vom bekannten Pfad vermutlich. Also es ist ein Aufzug, der führt nirgendwo hin. Der ist stillgelegt. So. Mit den Sentinels sollte ich das anzünden können. Rebellion. Das ist auf der anderen Seite. Komm ich da so nicht ran? Da ist nichts drin. Achso, das ist der Aufzug. Frage ist, komme ich da... Bombarda! Nö, komme ich gar nicht ran, ne? Naja, lassen wir es erstmal. Geh mir erstmal mit dem Aufzug. Ich hoffe, ich erreiche Renwalk vor Lord Gok. Ja, das wäre gut und wichtig. Ich muss mal eben kurz kratzen. So. Velio. Da können wir nicht weiter. Da. Da ist auch noch was. Nehmen wir natürlich alles mit. Weiterer Bohrer ist fertig. Die Welt der Zauberei wird zerbrechen. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Ja. Und sie haben wieder einen Troll. Super. Ich bin begeistert. Dann wird es wohl ein bisschen länger dauern, wenn Renrock auch noch dabei ist. So, er ist noch. Ja gut, eigentlich sollte man ja die Dinger fangen, die er, also abwehren. Huch, hab ich mich jetzt erschrocken. Ups. War das so clever? Du. Das. Ist ungünstig. Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gok. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du. Wusstest du, wo es war? Nein. Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gok. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig.
Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackboards letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, ein Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Du bist eine Schande für die Kobolde. Nein! Avada Kedavra! Wow. Armer Lodgok, vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Ja, und nu? Jetzt will die einfach die Mine verlassen, oder was geht's noch? Die hätte wenigstens, falls es eine Leiche ist, wovon ich ausgehe, hätte die wenigstens verfluchten Ort mitnehmen können. Guck mal, da unten noch irgendwas hin, dann kommen wir wieder zurück, ne? Ist nicht euer Ernst. Ich muss mich mit Fig in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Kein Thema, machen wir sofort. Muss mal eben schauen, draußen sind jetzt keine mehr unterwegs. Ich würde sagen, da das ganz sicher, oder? Ich weiß nicht, ob noch was kommt. Also, wenn noch was kommt, mache ich hier einen kleinen Cut. Ansonsten sehen wir uns jetzt gleich wieder am Zielort. Anne ist besorgt. Sebastian habe ihr versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Behältnis erfahren. Professor! Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Eine wahrlich schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Hallo? Wie Kind? Professor, Sie haben meine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godric's Herz. Lodgok. Lodgok und Renrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Renrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isidora hat es ihm gesagt. Das kam jetzt aber eigentlich nicht dabei rum. Aber wenn sie das so schreibt, wird das wohl so sein. Kann auch sein, dass das mal irgendwo im Brief gestanden hat. Ich bin mir nicht sicher. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ach so, ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird.
Gemessen an den Erinnerungen, die sie gesehen hat, denke ich, dass unsere junge Freundin sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Aha. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Ja, das machen wir. Treff dich in der Denkariumkammer von San Bakar mit Professor Fick. Allerdings denke ich, dass das Ganze wieder sehr lange werden wird. Und ja, dementsprechend machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Ich bin auch ein bisschen sauer. Wir haben in der Zwischenzeit ja noch 2 neue Aufgaben, glaube ich, reinbekommen. Die hätte ich gerne vorher noch erledigt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Den Rest sehen wir jetzt auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.